Okay, das wird jetzt der Charakter-Tag. Der ist was länger als der Reaktionstag, den ich davor gemacht habe. Hat 14 Fragen. Habe ich auch ein bisschen mehr dazu geschrieben. Ja, ich habe schon Sachen dazu geschrieben. Eine Frage ist, glaube ich, auch, ob man eher spontan ist, und da war ich dann jetzt eher nicht spontan, weil ich halt das möglichst durchdacht auch beantworten will. Weil mir spontan auch Dinge oft dann einfach nicht einfallen oder nicht alle Dinge einfallen oder nicht im gesamten Ausmaße. Egal, ich fange mal an. Die erste Frage ist, bist du bei fremden Personen schüchtern? Genau, bei solchen Fragen wollte ich dann halt auf ein paar Dinge eingehen, die ich dann interessant fand. Also, nein, also zurückhaltend bin ich bei fremden Personen, da ich mich frage, ob das, was ich sagen könnte, auch interessant bzw. relevant ist für die Person, und weil ich oft auch einfach keine Gesprächsthemen finde und Smalltalk halt für total langweilig und Zeitvergeudung halte. Also es führt meiner Meinung nach zu nichts, will ich nicht sagen. Es führt schon dazu, dass man einen besseren Einstieg hat. Aber so absoluten Smalltalk mache ich überhaupt nicht. Aber also ich versuche doch schon mindestens ein Thema zu finden, was zwar jetzt nicht unbedingt einen Sinn haben muss, aber schon irgendwie passt. Sonst, wenn man da kein Thema findet, dann weiß ich auch nicht, ob das Sinn macht, sich mit der Person zu unterhalten. Also wenn man das Gefühl hat, dass man keine gemeinsamen Themen findet. Aber man kann natürlich auch positiv überrascht werden. Also ich bin mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall habe ich da schon so eine Introvertiertheit, weil es einfach angeboren ist bei, ich glaube, 20% oder 33%. Ich weiß gar nicht, warum ich hier mit rumgespielt habe. So ein Teil von einer Plastikverpackung. Ja, Schüchternheit ist ja eher die Angst, nicht angenommen oder akzeptiert zu werden. Die Angst habe ich bei. Habe ich nur bei. Moment, was habe ich da geschrieben? Ach nee, da fehlt ein Komma, deswegen. Die Angst habe ich aber eigentlich nicht. Aber bei einigen Menschen gehe ich stark davon aus, dass wir mit uns gegenseitig nichts anfangen können, und bin dann eben zurückhaltend. Und bei anderen wiederum merkt man sofort, dass man miteinander kann. Und dann wird auch fleißig geredet. Also pauschal kann man das halt nicht beantworten. Ja, meine Nase ist übrigens dauert zu das ganze Jahr wegen meiner Hausstauballergie. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen nasal alles. Zweite Frage. Gibst du Obdachlosen Geld? Also früher, als ich täglich am Duisburger Bahnhof war, habe ich immer extra mehr zu essen mitgenommen und dann was davon abgegeben. Allerdings, wenn ich keins dabei habe, dann gebe ich auch Geld. Weil ich glaube nicht, dass es zu 100% in Alkohol investiert wird. Das finde ich einfach nur teilweise ein Vorurteil. Glaubst du dem, dass sie sich so oder so Alk kaufen und nicht deswegen mehr kaufen, weil sie durch mich mehr Geld haben, sondern dann eher mehr Essen kaufen, um nicht zu hungern? Also zumindest meine Vermutung. Drittens, bist du vertrauenswürdig? Das hier. Weiß ich nicht richtig. Nicht recht. Ich bin halt impulsiv und vergesse einige Dinge, also oft. Oder manchmal, oder neige dazu, aber wenn es wirklich was wichtig ist, auf jeden Fall, dann bin ich vertrauenswürdig. Da habe ich bisher noch von niemandem eine Enttäuschung geäußert bekommen, eigentlich. Nicht, dass ich wüsste. Viertens, setzt du dich in irgendeine Organisation ein oder spendest du Geld? Ja, ich spende Geld an Greenpeace, einmal 15 Euro im Jahr. Also kein großartiger Betrag. Aktiv einsetzen, aber in Klammern noch nicht. Das habe ich eventuell vor, solange es was halbwegs Nützliches ist, was auch klein entlohnt wird oder eben so wichtig für einen ist, dass man dann selbstverständlich ausschließlich das für die Sache macht. Dafür muss man dann aber auch erstmal Zeit haben und abwägen, wie sehr man seine eigene Selbstverwirklichung und Entwicklung der Sache dann unterordnet. Also jetzt nicht den eigenen Beruf oder sowas, weil ich habe eh keine beruflichen Ziele, ich habe nur Ziele für meine Selbstverwirklichung, für meine Entwicklung, für die Verbesserung der Situation von anderen, wo dann wieder so eine Organisation
in Frage kommen könnte. Und sonst habe ich eigentlich nur das Ziel, irgendwann genug Geld zu verdienen, um selbstständig halt eine kleine Wohnung oder einen Wohnwagen an irgendeinem Wohnplatz zu unterhalten und Essen zu bekommen, um Internet zu haben. Alles darüber hinaus könnte ich dann in solchen Organisationen schon verbringen. Oder investieren. Zeit investieren. Fünftens, worauf legst du in deinem Leben am meisten Wert? Das könnte jetzt etwas interessant sein. Auf Ehrlichkeit, das ist mir als erstes eingefallen. Offenheit ist mir als zweites eingefallen. Freundlich sein, positive Energie, Entwicklung, echter Fortschritt. Also jetzt nicht so ein Pseudo-Fortschritt durch Flachbildschirme statt andere Bildschirme oder irgendwelche anderen technologischen Fortschritte, die keinen direkten Einfluss auf Steigerung der Lebensqualität haben. Also es gibt halt wissenschaftliche Erkenntnisse, die besagt haben, dass die Lebensqualität in der Steinzeit deutlich größer war, der Stress total deutlich niedriger war. Klar haben die ja nicht so lange gelebt, aber wenn man kein qualitatives Leben hat, dann sollte man sich auch die Frage stellen, ob man das dann überhaupt lange leben will. Also echter Fortschritt, ja, würde es auch zu weit führen, jetzt mir da spontan Gedanken drüber zu machen, wie ich das in Worte fassen kann, was ich als echten Fortschritt bezeichnen würde. Deswegen lasse ich das. Ich habe jetzt hier ganz viele, ja, Adjektive oder einzelne Wörter halt hingeschrieben. Das nächste ist helfen, verbessern, Aufklärung, befreien. Befreien ist eigentlich auch ein großer Punkt. Gesundheit, Nachhaltigkeit, Zufriedenheit. Also mit befreien meine ich halt auch seelische oder psychische Befreiung für andere, für einen selbst. Einfach dieses freier Sein. Sich dadurch dann auch gesünder zu fühlen, zufriedener zu fühlen, weniger belastet zu fühlen, ist ja genau das Gegenteil von Befreiung halt auch Belastung. Wie das dann im Einzelnen aussieht, wäre dann ein anderes Thema. Sechstens, glaubst du, dass du gut teilen kannst? Ja, außer wenn es um Essen geht, welches ich unbedingt für die Regeneration oder die nächste Sporteinheit brauche. Aber ansonsten hänge ich auch nicht so an materielle Güter oder so. Wenn du etwas verschenkst, wie sehr machst du dir darüber Gedanken, was das Passende sein könnte? Mehrere Stunden bis Tage. Außer ich habe das Glück, dass ich halt was schnell was finde, was gut passt. Aber ich habe einfach den Anspruch, was Nützliches und oder Sinnvolles zu verschenken, nicht was, was vielleicht nur irgendwie schön oder toll ist. Ja. Neuntens, gibst du bei Streitigkeiten problemlos auf oder musst du eher das letzte Wort haben? Müssen wir gerade hier die Schrift größer machen. Eigentlich habe ich ja, nennt man das als Fachbegriff, schlechte Augen, irgendwas mit Dioptrien. Auf jeden Fall habe ich auch so eine Hornhautverkrümmung. Kann eigentlich gar nicht so gut sehen. Obwohl er besser wird in letzter Zeit. Vielleicht wegen der Ernährung. Okay. Gibst du bei, habe ich ja schon vorgelesen, lese ich jetzt nochmal vor. Gibst du bei Streitigkeiten problemlos auf oder musst du eher das letzte Wort haben? Es kommt darauf an, das letzte Wort nicht. Also darauf kommt es nicht an. Bei mir kommt es darauf an, oder sollte es auch darauf ankommen, dass man seine Argumente geliefert hat und auch der Meinung ist, dass sie gut waren und dass die rüber, wenn man die rüberbringen konnte. Und dann ist mir eigentlich halt ziemlich egal, wer das letzte Wort hat. Aber aufgeben niemals. Also ich gebe nicht problemlos auf. Ich bringe meine Argumente vor und versuche, die des Gegenübers auseinanderzunehmen, sofern ich der Meinung bin, dass sie nicht haltbar sind oder meinen Argumenten unterlegen sind, was natürlich halt immer auch subjektiv ist. Sobald dann nur noch das gleiche eines der Argumente wiederholt wird, also bald noch, ja egal. Ich hab das schon verstanden, glaube ich. Ich habe jetzt hier zwei Sätze gleichzeitig versucht zu kombinieren und naja. Ich lese einfach nochmal vor. So, bald dann eines der gleichen Argumente nur wiederholt wird, dann weiß ich halt, dass ich quasi gewonnen habe
Oder dass meine Argumente gewonnen haben. Ich sehe nicht, dass ich gewonnen habe, sondern dass dann halt das, was ich für wahr gehalten habe, sich durchsetzen konnte. Dann höre ich halt auf. Und wenn ich von vornherein weiß, dass der Gegenüber gar nicht der Wahrheitsfindung oder die Wahrheitsfindung als Ziel hat, dann schweige ich auch ganz gerne. Schweige ich auch ganz gerne. Solange ich nicht selbst angegriffen werde. Wenn ich angegriffen werde, werde ich leider sofort recht aggressiv. Vielleicht auch wegen der Vergangenheit und weil ich mir nicht mehr alles gefallen lassen will. Obwohl ich auch gerne diese Coolheit hätte, dass mich das einfach nicht tangiert, sage ich mal. Also ich schaff's dann nicht, das nicht ernst zu nehmen, wenn ich schon merke, dass das Schwachsinn ist. Aber sobald mich das angreift, schaffe ich es nicht, diesen Schwachsinn dann nicht ernst zu nehmen und zu schweigen. Obwohl es auch die effektivste Waffe wäre, den Gegenüber einfach zu ignorieren und cool zu bleiben. Weil der Gegenüber dann ja auch merkt, dass man das als Schwachsinn sieht. Und ignorieren ist halt wirklich schlimm für Menschen. Darin übe ich mich dann momentan, wenn ich dann solche Sachen da habe. Ist auch noch nicht der beste Weg. Aber naja. Zehntens, bist du ein kreativer Mensch mit vielen Ideen? Also ich habe täglich etliche Ideen. Ideen kommen bei mir ganz automatisch, ohne dass ich nachdenken müsste oder mich anstrengen müsste, weil ich sowieso automatisch immer denke, ohne dass ich was gegen machen kann. Die Umsetzung ist aber dann ein Problem. Ich habe wirklich sehr viele Ideen, auch sehr große Ideen, die überhaupt nicht umsetzbar sind oder auch nicht auf Zeit umsetzbar sind. Und es sind dann auch so viele oft, dass ich mir das alles nicht merken kann. Ich bin auch zu faul, mir aufzuschreiben. Weil ich sowieso bei den meisten weiß, dass ich denen nie nachgehen werde. Ansonsten bin ich der Meinung, dass alles irgendwie schon mal in irgendeiner Form da gewesen und alles neu ist dann nur eher eine Rekombination oder eine neue Auflage oder eine Neuentdeckung. Also keine wirkliche Neuentdeckung, sondern ein Wiederaufnehmen einer vorhandenen Idee. So. Deswegen mache ich mir nicht viele Gedanken um Ideen, nie viele weiterführende Gedanken über die Ideen, die sowieso bei mir kommen, sondern konzentriere mich gerne darauf, was objektiv messbar gut und sinnvoll ist. Und Kreativität sehe ich da eher als was auf einer guten Grundlage der Umsetzung von diesen objektiv messbar gut und sinnvollen darstellt. Aufbaut, nicht darstellt. Das war jetzt der Satz. Ja, war jetzt ein geschachtelter Satz. Also Kreativität baut dann auf so einer Grundlage, die man dann schon geschafft hat, umzusetzen, auf und ist für mich eher ein Luxus, wo man sich selbst drin verwirklichen kann und sich ausdrücken kann. Also es gibt ja auch diese Pyramide von Bedürfnissen und da ist dieses sich ausdrücken, verwirklichen an einer nicht elementaren Stelle. Recht hohen Stelle halt. Also nicht jetzt hohen Stellenwert, sondern bei dieser Pyramide nach oben wird es halt auch kleiner halt. Trotzdem führt Kreativität ja auch zur Gesundheit bei. Also es ist halt immer noch in dieser Pyramide vorhanden, hat aber halt nicht den größten Stellenwert. Und es gibt halt Grundlagen, die viele Menschen oder sogar die meisten Menschen noch gar nicht innehaben. Und dann, ich versuche mich momentan auch immer noch an diesen Grundlagen, die umzusetzen, das kostet dann halt auch Energie. Ja, was habe ich jetzt schon erzählt? Und diese Grundlagen sind zum Beispiel Ernährung, Bewegung, Selbstfindung. Also erstmal wissen, wer man überhaupt ist, bevor man das ausdrückt, was auch irgendwie logisch ist. Ja, ich weiß nicht, es muss ja nicht unbedingt logisch sein, man kann auch durch das Ausdrücken sich selber finden. Also deswegen kann ich sowas auch nicht pauschal sagen. Jedenfalls ist das für mich jetzt so erstmal der Weg, dass ich noch nicht zu viel auf Kreativität gehe, weil wenn ich in diese Richtung gehe, dann würde ich dann auch mich so richtig darauf konzentrieren, weil mir das dann so einen Spaß machen würde, dass ich davon nicht mehr abkomme. Und deswegen sage ich halt, will ich solche Grundlagen erst machen, bevor ich dann solche Sachen suchte und dann so ein wackeliges Konstrukt aufbaue. Was natürlich auch nicht schlecht sein muss, aber will ich für mich persönlich halt, obwohl ich halt ein wirkliches Konstrukt eigentlich bin. Was ich auch versuche zu ändern durch den. Egal. Was
weil ich auch von den Grundlagen überzeugt bin, dass sie insgesamt für den Aufwand einen größeren positiven Effekt haben, besonders auf lange Sicht gesehen. Ja. Aber Kreativität, wie gesagt, ist halt auch für die emotionale und geistige Gesundheit, Entwicklung, Selbstfindung und für viele andere Sachen auch förderlich. Wenn man die Zeit dafür hat, wie die meisten das haben in unserer westlichen Gesellschaft, dann sollte man auf jeden Fall das machen. Das gehört auch gar nicht, überhaupt nicht mehr zur Frage. Genau, hier komme ich dann wieder zurück zu der Frage. Aber ansonsten halte ich mich für kreativer als das Mittelmaß, aber nicht für extrem kreativ. Dann waren meine weiteren Gedankengänge, naja, vielleicht schon. Aber das habe ich dann. Wo geht das denn jetzt weiter? Das sind vier Seiten. Genau. Aber das habe ich dann noch nicht rausgefunden, ob ich das dann wirklich bin. Weil ich bisher halt wenig Versuche gestartet habe in die Richtung. Oder zumindest habe ich keine scharfe, intelligente Kreativität, sondern eher eine chaotische, zufällige, sinnlose Kreativität. Also keine richtig durchdachte, sondern einfach so spontane Kombinationen und weiterführende Denkweisen, die man dann auf Papier bringt und jetzt nicht wirklich was Durchstrukturiertes, Durchgedachtes, also nicht diese Kombination von neuen Ideen und sehr gute Umsetzung, das habe ich dann nicht. Ich habe dann eher nur diese Ideen oder nur diese Kreativität. 11. Interessierst du dich für zum Beispiel Kunst oder andere Kulturen? Ja, Spiele und Filme gelten ja mittlerweile auch als Kunst- und Kulturgüter. Interessiert mich auf jeden Fall. Wobei ich das eigene Erschaffen, Erleben und Zusammenerleben mit realen Personen auf jeden Fall immer über solche Konsumgüter stellen würde oder stelle. Aber sie heben die Lebensqualität schon deutlich, finde ich. Und sind oft auch Lebensinhalt teilweise. Bücher, Filme, Spiele, andere Kunstobjekte. Bei mir jetzt nicht so, andere Kunstobjekte. Aber ich mag auch sehr gerne Kulturfernsehen, wo dann dass die lokale Kultur und das Zusammenspiel, das kreative Schaffen, Erleben, Ausleben, Erleben gefördert wird und auch halt gezeigt wird. Sowas finde ich immer sehr gut. Und es ist auch viel zu wenig vorhanden, finde ich. Lokal gesehen. Auf größere Ebene, wie dass sich jeder den gleichen Film anguckt oder so, ist dann sowas schon vorhanden. Aber diese kleinen Strukturen werden zu wenig gefördert. 12. Bist du spontan oder überfordern dich ungeplante Situationen? Also es kommt da stark drauf an. Zum Beispiel bei spontanen Situationen kommt es auch darauf an, ob die irgendwie mit negativen Gefühlen behaftet sind. Stichwort Sozialphobie. Und dann anstrengend sind. Ansonsten bin ich eher der spontane Typ, bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich unbedingt einige Sachen erledigen will oder muss, erledigen will oder muss, will ich das auch und lass mich dann nicht auf spontane Sachen ein. Außer es ist wichtig, also ich kann es auch hier wieder nicht schon pauschal sagen, entscheide ich dann spontan, ob ich spontan bin. Ein bisschen paradox, aber egal. Es ist eigentlich echt so. Ich entscheide wirklich spontan, ob ich jetzt spontan bin oder nicht. Auch, ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, aber für mich macht das Sinn. 13. Worüber denkst du am meisten nach? Sport. Wirklich sehr viel. Sport, Leistung, Leistungssteigerung, Leistung erhalten, Regelmäßigkeit. Was mache ich für Intensitäten? Was mache ich für Extensitäten? Das heißt, wie lange mache ich etwas? Wie viel, in welchem Wiederholungsbereich trainiere ich zum Beispiel beim Krafttraining? Wie sieht die Ernährung aus? Wann esse ich was? Wie viel schlafe ich? Wann ruhe ich mich aus? Wie kriege ich das strukturiert und gemanagt mit den anderen Sachen? Wie viel will ich dem überhaupt Raum und Zeit geben? Was sind überhaupt meine Ziele? Welche Sportarten gibt es alle? Welche interessieren mich? Wie kann ich das verbessern? Welche sollte ich weglassen, obwohl sie mir Spaß machen? Welche sollte ich hinzufügen, obwohl sie mir keinen Spaß machen? Welche geben wie viel Lebensqualität? Was ist überhaupt Lebensqualität? Ist das subjektiv einfach nur oder gibt es gewisse
körperliche, physiologische Grundsätze, habe ich jetzt nicht alles aufgeschrieben, erzähle ich jetzt nur, die auf jeden Fall dann eine Lebensqualitätssteigerung bewirken, weil man darauf von Natur aus angepasst ist. Jetzt zum Beispiel ist der Mensch ein Läufer, ein Ausdauertier, aber auch ein Arbeitstier. Sollte ich dann halt weniger auf Muskelmasse gehen, weil es auf lange Sicht nicht das Gesündeste ist, und sollte ich viel Kraftausdauer machen und immer bis zum Ende? Und was sind eigentlich meine Motivation dahinter? Sollte meine Motivation eine spirituelle sein, dass ich mich selber verbessern will, meinen Charakter verbessern will, Sachen überwinden will, Schmerz überwinden will, oder mache ich das, um anderen irgendwie zu gefallen? Oder wie wichtig ist auch der Faktor, dass es mir im Leben weiterhilft, insofern, dass ich mehr Geduld entwickle, mehr, aber auch mehr Explosivität, zum Beispiel im Powerlifting, im Krafttraining, entwickle, mich dann besser für Alltagssituationen überwinden kann, meine Ängste dadurch abbaue, meine Emotionen dadurch abbaue, verarbeite, das auch eine Art von Meditation ist, all solche Gedanken. Das war jetzt nur das, was mir gerade spontan eingefallen ist. Ansonsten, neben Sport, denke ich am meisten nach über meine Person, wie ich mich verändere und verbessere. Das spielt dann natürlich auch mit dem Sport irgendwo wieder, oder hat Überschneidungen. Viel auch über andere Personen, die Welt an sich, die Gesellschaft, Soziales, Psychologisches, Philosophisches. Das ist so das meiste. Hast du Ängste? 14. Letzte Frage. Klar. Bin mir da aber unsicher. Das ist alles ziemlich verschwommen. Oft denke ich auch, ich habe keinerlei Ängste. Auch nicht davor zu sterben oder jemanden zu verlieren, weil ich Ängste irrelevant finde. Auch wenn es sich erstmal komisch an. Weil also Ängste sind halt dazu da, um auf Gefahrensituationen zu reagieren, aber oft auch dann nicht angemessen durch solche Ängste. Das kann ich dann. Ich kann aber auch auf Gefahrensituationen allein mit Vernunft und Verstand reagieren, ohne Angst zu haben. Aber trotzdem hat man natürlich die Angst, wenn man irgendwo ein Mensch ist und die Systeme einfach verankert sind. Also ich habe Angst, aber jetzt keine Ängste, die ich nicht auch kontrollieren könnte. Ich kann mal weiter drüber nachdenken. Also ich habe manchmal schon die Angst, mich selber zu verlieren und halt sozusagen geistig so schwer, und zwar noch zu existieren. Oder sozusagen als Zombie. Oder dass mein eigenes Ich halt total von irgendwelchen Faktoren unterdrückt wird. Und diese Angst nutze ich dann, um dann auch stärker zu werden, um meinen Geist voranzutreiben und mit solchen Situationen besser klarzukommen, auch langfristig klarzukommen. Weil das ist, glaube ich, wäre für mich, glaube ich, wirklich das Schlimmste, in einem niedrigen Bewusstseinszustand, so nenne ich es, einfach mal zu verweilen. Und wenn es mehrere Leben gibt, dann auch in den nächsten Leben einfach dahin zu verweilen, um mich selber gar nie erkennen zu können, mein wahres Wesen. Oder das wahre Wesen halt wieder zu verlieren. Und dann ist man sozusagen wiederum nicht mehr existent. Dann ist man einfach nur eine Hülle oder ein Wesen, was sich selbst wenig bewusst ist. Und ja, damit könnte ich schon die Frage beantworten. Ja. Dass man sich sozusagen auch um nichts verliert und nichts mehr weiß von allem. Aber dann habe ich auch wieder die Zuversicht, dass ein Kern in mir ist, der sich immer wieder aus solchen Situationen herausfinden kann, egal wie kaputt man ist oder wie wenig bewusst man sich ist oder auch wenn man nichts mehr weiß. Und ich denke, da ist auch immer noch das Urwissen dabei. Und das Urwissen kann man einfach nicht töten. Deswegen weiß man eigentlich immer etwas und kann auch immer mehr daraus schöpfen, ohne jetzt Wissen aktiv aufzubauen oder im Äußeren zu suchen. Es ist immer in einem drin. Und das Wichtigste ist auch immer in einem drin, deswegen habe ich auch eigentlich wiederum nicht die Ängste davor. Aber da muss man auch erstmal das wiederum erkannt haben. Aber das wiederum ist auch wiederum im Urwissen. Also ist schon kompliziert. Mit dieser teils offenen Frage beende ich dann diesen Tag nach knapp 25 Minuten und auch zum nächsten.